Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Staffel Nummer 3, Folge Nummer 3 von Simotrans mit dem Comic Pack 06 ist die Version. Wir hatten letztes Mal hier ganz viele Kutschen auf den Weg gebracht, die jetzt hin und her fahren, die jetzt hier sich dann da splitten werden und woanders hinfahren. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiter vorankommen, dass wir das schaffen, finanziell da oben zu bleiben, ne? Nach dem Intro würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bilanz an, wie der Marge ausliegt und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir doch mal erstmal in die Bilanz rein und die hat eine positive Marge von 60, also ist das schon mal erstmal gut. Und dann müssen wir jetzt weiter gucken, wie wir da vorankommen. Die Marge, auch wir können die eigentlich hier unten offen lassen. Jetzt gehen wir mal weiter schauen auf den Strecken, die wir hier gemacht haben, wo die ganzen Kutschen hinfahren. Die meisten sind jetzt hier bei Gütersloh gewesen, ne? Oder auf Richtung Gütersloh zu. Oder wir machen über Liste. Wir können ja über Liste Haltestelle erstmal gehen und dann gucken wir erstmal in die Haltestellen rein. Nicht Bezeichnung, sondern wartend. Also hier in Aachen warten die meisten Leute gerade. Und da gucken wir mal rein. 30 sind es insgesamt, davon 13 nach Brandenburg und 17 über Neubrandenburg. Das heißt, tatsächlich 30 in einer Richtung sind die. Ach so, die anderen beiden Kutschen sind gerade weg. Deswegen fährt da keiner nach Bad Mergentheim. Okay. Dann sollte das erstmal okay sein. Wie viele Kutschen haben wir denn hier drauf? Wohl 4, oder? Aachen, eine. Die sind wir schon vorbei. Ah, 2. Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Ah, 3 sind es dann, also 18. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so richtig ist. Oder war da noch eine? Nö. Das sind 18 und hier rum stehen aber 30. Ah, das ist ja schon offen hier, ne? Das würde eigentlich bedeuten, dass wir da noch eine Kutsche besser draufsetzen sollten, weil die war jetzt Aachen Neubrandenburg, ne? Genau, und das sind nur 3 Kutschen. Das heißt 18 Passagiere, aber 30 sind da gerade schon abverlangt. Und wie wir sind jetzt hier noch nach Aachen? Keine. So ein Ding, aber 18 und 30, da würde ich auf jeden Fall noch eine dazu nehmen. Die und die. Und Aachen Neubrandenburg kommt noch einer dazu. Fertig. Was. Mergentheim da oben, da sind ja hier welche schon mit mehr unterwegs. Da würde ich jetzt erstmal nichts machen wollen. Mach das mal hier gerade alles zu. Jetzt schauen wir mal gerade, was hier Köln macht und Gütersloh. 4 über Gütersloh und 3 nach Gütersloh sind 7. Bad Zwischenahn ist auch da unten runter, sind dann 10. Müssen wir mal gerade gucken. Die sind natürlich alle gerade nach unten unterwegs, ne? Und dann müssen wir eigentlich schauen. Haben wir hier eine? Ah ja, das ist eine. Wie viel sind denn da drauf unterwegs? 5 Kutschen. 5 mal 6 sind 30. Würde funktionieren soweit erstmal. 11 nach Neubrandenburg. 8 über Neubrandenburg. 7, 18. Und die anderen sind in andere Richtung. 18, 5, 30. Das würde hier eigentlich sich ausgehen. Das lassen wir erstmal so. Da würde ich jetzt keine mehr draufsetzen. Was haben wir hier jetzt? Achso, Bad Zwischenahn ist das, ne? Genau. Da sind, oh, 5 Kutschen auch drauf. Davon sind die meisten aber leer. Und, ach, die kommen erst alle angefahren, okay. 3er brauchen wir, 4er brauchen wir, ja, und dann noch eine halbe. Und hier oben zwischen A nur 5, aber trotz alledem passt das schon, wenn die in der eine Richtung wollen, dann müssen die da auch hin können. Gut, das kann auch zu, dann ist das aber erstmal schön passend. 2 Brücken stehen 15, 9, also 27, die wollen ja sowieso alle nach Lüneburg. 9 wollen über die Burg, der anderen wollen da richtig hin, also 27 Passagiere, eine Kutsche ist hier.
Okay, da werden wohl irgendwelche durchfahren dann, ne? Dieses aber nicht. Ah, jetzt ist er weggesprungen. Dieses auch nicht. Dieses auch nicht, gut. Dieses auch nicht. Dieses auch nicht. Dieses auch nicht. Auch nicht. Da ist eine. Eine. Zwei. Drei, okay. Das sind dann 18. Und was ist hier noch? Nicht. Und die wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh doch, dann reicht's aber. Dann brauchen wir da nichts machen. Passt erstmal. Wie sieht's denn in Jena aus? Die sind gerade alle weggefahren. Und ah, da ist doch Jena schon offen. Und nach Königsbrunn will niemand. Dann passt das. Die anderen sind nach Köln unterwegs. Die Kölner Kutschen kommen aber erst. 15, 19 insgesamt nach Köln. Wie wir stehen in Köln, ist die Frage. Niemand nach Jena. Okay, dann passt das da erst. Wie viele Kutschen sind es? 1, 2, 3, 4. Oh, der überholt eine. Warum das? Da ist keiner drin. Und die andere? Ah, da sind 6 drin. Eine leere Kutsche ist tatsächlich schneller. Das ist ja cool. 24. Und hier sind. Ach, ist ja offen. 19. Das müsste also sich ausgehen. Und die leeren überholen die vollen. Das ist ja schon mal gut. Dann, ja, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass das so in Simotrans impliziert ist, dass da leere Kutschen schneller sind wie volle. Okay, dann sind wir da erstmal gut durch. Gütersloh hatten wir schon angeguckt, meine ich. Mergetheim stehen natürlich 27 da oben. Aber da kommen wir erstmal da, kommen noch zwei und von hier unten kommen auch noch welche. Ich glaube, da brauchen wir auch erstmal nichts machen. Das passt erstmal. Lüneburg. Was steht denn in Lüneburg? Nix. Wenn ich da drauf klicke, habe ich das falsch gemacht. 27 Passagiere. Es waren aber Kutschen, die von da unten kommen, definitiv. Die wollen drei nach zwei Brücken, der Rest 24 wollen dann wieder zurück. Na, das könnte aber klappen soweit. Wir stehen hier. Oh, da stehen 18. Sechs davon nach zwei Brücken und 12 davon nach Lüneburg. Welche sogar über Lüneburg. Ah, das ist jetzt die Frage, was man hier macht. Das ist ja vielleicht nicht so ideal. Ich glaube, wir könnten hier mal noch eine neue Linie ansetzen, die nur hierher fährt. Und da eine Kutsche drauf machen, denke ich. Das lass uns mal machen. Ist auch ein Regionalbus. Lüneburg. Und das ist Lüneburg-Burg. Der ist schon mal richtig und dann wollen wir die da haben und die da haben. Ja, das ist gut so. Das können wir auch schließen und dann müssen wir nur zum Häuschen hin hier, zum Depot und holen uns da eine Kutsche dazu, die dann auf Lüneburg-Burg fährt. Und starten wir die. Da fährt dann eine mehr auf jeden Fall, weil das sah ja jetzt so aus, als ob wir in diese Richtung reichlich wollen, ne? Andere Richtung ist jetzt mal mit weniger Kutschen unterwegs, aber da waren ja auch welche nach zwei Brücken von Lüneburg, die wir da mehr drauf hatten, die jetzt hier rechts noch irgendwo unterwegs sind. Hier. Das wird werden, würde ich sagen, ne? Hier sitzt jetzt niemand drinne. Da sitzen zwei drinne. Ist die Kutsche jetzt dann schneller wie die, oder? Ich schätze mal, zwei Passagiere macht schon was aus. Ja, sieht man sogar, glaube. Hier geht's gleich runter, da rollt sie schneller. Vor allem, wenn mehr drin sind, müsste sie ja schneller rollen wie leer, oder? Aber die kommt auf jeden Fall schneller hier. Wie schnell fährt die denn? Sieht man das? 13 km/h.
Und die fährt auch 13 km/h gerade. 17, 13, ja, 16. 15 zu 12, würde ich sagen. Die fährt tatsächlich 3 km/h schneller dadurch, dass da, ne, Passagiere drin sind. 11 zu 14 ist es jetzt. Ja, dann wird die gleich zum Überholen ansetzen, oder? Oder toll. 9 km/h. Warum fährt die jetzt nicht schneller? Naja, wird schon passend sein, ne? Vielleicht musste da gerade ein Pferd was machen. Okay, das haben wir erstmal. Wir haben aber noch eine andere Baustelle auf der Karte, wo drei verbunden sind hier bei Bünde und so. Lass uns mal gucken, wie es hier jetzt aussieht. 6 Passagiere nach Ettlingen. Ettlingen war da hinten. Welche Kutsche ist das jetzt gerade? Ah, die fährt jetzt nicht nach Ettlingen. Die fährt nach, wie hieß das andere, Willig oder so ähnlich. Ist hier gar keine Kutsche drauf? Ah ne, da hinterm Haus ist er. Ah, und die ist nicht voll, drei dran. Aber hier stehen ja jetzt, ah, die ist schon offen. Sechse, das heißt, hier muss eine Kutsche definitiv nach Ettlingen mehr drauf. Lass uns das mal gerade machen. Ettlingen, da, und das ist jetzt Bünde Ettlingen. Und starte die mal. Das muss auf jeden Fall mehr werden. Und was haben wir sonst noch? Da steht niemand. Und wie viel stehen hier unten so? In Willig stehen drei. Und die Kutsche ist jetzt gerade hier oben, ne? Also das läuft jetzt ganz schlecht sozusagen für die, ne? Und wie sieht es jetzt hier aus? Ja, guck mal, da stehen auch schon drei nach Willig. Ich glaube, wir machen definitiv da noch eine Kutsche drauf, auch nach Willig. Ich denke, da können wir langsam aufrüsten. Bünde Willig. Sieht zwar jetzt gerade hier mit Rot sowieso schlecht aus. Aber das soll ja auch besser werden, ne? So, das ist richtig. Das starten wir. Sollte die schon vorwegfahren oder nach da fahren? Kommt drauf an, wie viel da unten jetzt stehen, ne? Hat sich das auch schon vermehrt? Ja. Das heißt, die neue Kutsche fährt bitte erst nach Willig. So. Ach so, das ist die nach Ettlingen, ne? Ja, definitiv. Ja, passt. Okay, das heißt, hier müssen wir auch expandieren. So, und dann, was macht unsere Marge? 70. Das ist gut. Aber laufender Monat 14.000 Miene. Und Marge ist aber plus. Einnahmen sind 2,7. Betriebskosten 763. Betriebsgewinn ist dann 2.000. Ach so, wegen Ausgabenbau und sowas sind wir hier. Aber warte mal, wir können ja auf Monat umschalten. Vielleicht macht das mehr Sinn. Gewinn machen wir plus. Aber ich weiß gar nicht, warum das hier so nicht drin ist dann. Oder haben wir, ach so, wir haben gerade neue Fahrzeuge gekauft, klar. Und der Monat ist ja auch noch gar nicht rum, vielleicht wo wir die anderen gekauft haben. Genau so ist es. Dann würde ich mal sagen, spulen wir doch mal gerade einmal vor, bis der neue Monat anfängt. Das können wir mal machen, oder? 24. 25.30 hat der April, ne? Das sieht aber gut aus. 2,6 plus. 27. Achtundzwanzigster. So, 30. ist schon. Machen wir langsamer gerade. 20 Uhr. Es geht hier gleich null, die Zeiten, ne? 14,6 steht da laufender Monat. Noch ein Stündchen läuft da unten, oder ne, zwei sind es noch. Und dann kommt der Mai. Der macht alles neu. So, jetzt ist Datumswechsel gleich.
Die Zahlen sind jetzt hier rumgesprungen, aber diese 14.000 laufender Monate stehen geblieben. Keine Ahnung warum. Aber Marge, boah. Warum ist die so mies jetzt? Instandhaltung kostet uns 14.000. Die waren eben noch nicht da, ne? Bruttogewinn. Oh oh. Das ist aber eine Hausnummer jetzt, oder? Okay, die ist jetzt schon rapide runtergegangen, die Marge. Hier hatten wir Instandhaltung 0 und jetzt haben wir Instandhaltung 14.000. Okay. Kostet uns das alles so viel zu instandhalten? Oh. Das sieht auch nicht so gut aus, ne? Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wie wir das besser hinkriegen dann. Hier stehen 12 Passagiere. Ja, aber die Kutschen, die wir jetzt machen, die müssen wir ja haben, damit auch das was besser wird, ne? Wie viel kostet denn so eine Instandhaltung bei einer Kutsche? Das müssten wir vielleicht mal gerade gucken. Wo ist denn das Depot da? Im Monat kostet die 112. Ne, 10 Cent. Ach so, Kilometer gilt auch noch, ne? Okay. Aber die fahren ja plus ein, das sieht man ja. Ich hoffe, das ist so richtig gerechnet dann. Kein günstiger Spaß, würde ich sagen. 700 da. Kann man das irgendwie verbessern mit Zügen? Ah, hier ist einer mit Radar gemessen worden, eine Kutsche. Wow. High-End-Technik beim Pferdezeitalter. Ja, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir damit weiterkommen, oder? Was würde denn Sinn machen, mit einem Zug anzubinden zum Beispiel? Eigentlich nicht so viel, ne? Oder doch, hier solche Bahnhöfe hier zum Beispiel, also solche Städte hier, die wo 35 Passagiere warten, die wo 27 davon nach Gütersloh wollen. Vielleicht sollten wir diese zwei Punkte mal mit einer Bahn verbinden und gucken, ob sich das dann rechnet. Schwierig, ne? Ja, den Bahnhof müsste man außerhalb machen oder so. Hier ist auch schwierig, den Bahnhof. Ja, doch, den können wir hier hin zaubern. Das würde gehen. Stadt kann dann da rum wachsen. Das würde vielleicht funktionieren. Aber auch hier schwieriges Gelände, ne? Ist aber dann so. Vielleicht muss man den schon gleichzeitig hier draußen bauen, den Bahnhof. Damit Kutschen da diesen kurzen Weg direkt ins Städtchen schon machen. Und so wächst die Stadt sowieso. 243, wie sind denn überhaupt die Größenordnungen der Städte hier? Einwohner, Jena 244, ja, die sind gerade erst angefangen, weil 241 Staatsnummer, ne? Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass, Neubrandenburg die größte Stadt ist und nicht Jena und Köln. Aber naja, ist nur ein Einwohner mehr dann, ne? Wo ist Gütersloh da? Auch 243, ändert sich nichts. Ja, müssen wir drüber nachdenken, hier einen Zug fahren zu lassen vielleicht. Also hier einen Bahnhof hinmachen. Der dann hier hinfährt. Hier so, hier lang. Hier müssen wir einmal die Straße verändern vielleicht. Hier hoch, darüber, aber da kann man nicht hoch. Doch, komm mal, hoch kann man immer. Ja, müssen wir mal gucken, was das uns an Kosten verursacht und ob das sich rentiert mit dem Zug, dass die dann da alle fahren. Aber wahrscheinlich schon, weil wir können ja dann hier doch auf dieser Linie fahren jetzt zurzeit. Kann man das irgendwo Kapazität 30, 21 fahren davon. Das wäre dann schon noch mal größer dann, ne, mit einem Zug rüberfahren.
Ja, müssen wir überlegen. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Mindestens sind es nur noch 174 hier, ne? Es wird besser, ne? Mit den Instandhaltungskosten. Die fangen wir doch einigermaßen ab, oder was? Betriebskosten haben wir drin. Naja, schauen wir mal.